Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. So, die 4000 Meter habe ich, wie gesagt, mir dann aber eben zusammengeholt. Das ist sogar der richtige hier. Aloha! Vielen Dank nochmal für Ihre Teilnahme. Ja. 4020 sogar. Wow. Ja, möchte ich abgeben, bitte. Mal sehen. Ihr Kilometerzähler sagt... Wow! Ich bin wirklich überwältigt. Damit haben Sie sich Ihre Meisterlizenz verdient. Ihre Hingabe zum Wheelie-Fahren ist schon jetzt legendär in Costa. Darüber wird man noch lange reden. Dieses Geschenk wird denen zuteil, die den höchsten Grad an Perfektion beim Wheelie-Fahren erreicht haben. Es ist mir eine Ehre, es überreichen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin jederzeit freie Fahrt. Und nicht vergessen, Sicherheit geht vor. Ja, danke. Grausam war's. Und natürlich wird es legendär bleiben. Ich habe nämlich quasi alles eingerissen, was ich irgendwo mal irgendwann getroffen habe. So, dann gehen wir jetzt mal zu Yuffie und werden den Wheelie nie wieder benutzen. Das sein, das muss unbedingt sein. Na gut, wenn er schon aufsteigt. So langsam bekomme ich. Ey, ich hasse dieses Ding. Heute reist man per Wheelie. Bist du auch für eine Abkühlung hier? Oder eher was Heißes? Ich meine, wenn das hier nicht heiß ist, dann weiß ich auch nicht, oder? Na komm. Ja, wie ein Vulkan. Hey, du bist ja doch gar nicht so dumm, wie ich dachte. Sag mal, warum nehmt ihr mich nicht bei euch auf? Ich wäre euch sicher eine Riesenhilfe. Ich bin echt voll angenehm, weißt du? Und ich würde euren Altersschnitt auch mega senken. Ja, sehr, sehr angenehm. Ich würde euren Altersschnitt auch mega senken, ist schon gut. Etwas Erholung, Hauptstory und nochmal Hauptstory. Okay, wir gehen in die Mitte rein. Ich will nämlich... Kommt herbei, das hier ist der beste Laden der Stadt. Ach, an den Shops war ich ja schon überall. Ich muss jetzt nur den Eingang in das Hauptgebäude finden. Oder ich reiß einfach mal alles ab hier. Da kann man nämlich Klavier spielen. Dann müsst ihr dann auch nochmal durch. Dann gucken wir mal. Muss ja irgendwo einen Eingang geben, ne? Das sieht doch gut aus. Willkommen und viel Vergnügen im Costa Royal. Oh, darf da noch nicht rein? Dann gucken wir mal. Es tut mir sehr leid. Wir sind heute restlos ausgebucht. Okay. Darf ich denn... Nee, darf ich nicht. Und ich darf auch hier nicht zum Klavier. Richtig. Hab da abgesperrt. Achso, es gibt sogar ein Konzert. Okay. Dann gehen wir zum anderen Hotel. Wunde Füße waren gestern. Heute reist man per Wheelie. Herzlich willkommen. Hier ist eine Ecke kleiner. Ich bedauere, aber ohne Reservierung kann ich Ihnen leider kein Zimmer geben. Beehren Sie uns bitte bald wieder. Tifa! Oh, er wieder. Was? Johnny? Boah, ey. Lang nicht gesehen. Freue mich riesig. Gleichfalls. Sag mal, was machst du hier? Sehr gute Frage. Ich verwirkliche hier meinen Traum. Stellt euch mal vor, ich bin jetzt Hotelbesitzer. Naja, allerdings nur ein kleines Hotel. Prima. Waren nämlich gerade auf der Suche. Ist noch was frei? Danke. Na, für euch doch immer. Ich fänd's toll, wenn ihr kommt. Ihr werdet dann nämlich meine ersten Gäste. Also, ich weiß nicht. Komm schon, Barrett. Wozu sind wir denn Freunde? Ihr braucht euch echt nicht zurückhalten. Okay, dann lasst uns mal los. Ich ahne, schrecklich ist. Hallo!
los, macht schon! Bleibt dicht hinter mir, hört ihr? Will schließlich meine geschätzten Gäste nicht verlieren. Ich habe den Laden gerade erst gekauft. Ist noch nicht komplett eingerichtet, aber trotzdem schon ziemlich schnieke. Mann, ich hab irgendwie meine Zweifel. Wenn ich so daran zurückdenke, der Anfang hier draußen war echt hart. Keine Arbeit, kein Geld, keine Freundin, kein gar nichts. Hab eine Weile im Müll gepennt, bis der Bürgermeister so nett war, sich meiner anzunehmen. Wenn das der nächste Hotel ist, wundert mich das gerne. Das Hotel gemacht, weil ich so abgebrannt war. Keine Gäste hat. Den halben Marktpreis, stellt euch das mal vor. Und das Beste, ich darf ihn sogar in Raten abstottern. Ich war echt zu Tränen gerührt. Oh. Okay. Yeah! Ich präsentiere Johnnys Strandhotel. Oh ja. Das hier? Oh, ganz nett. Nicht wahr? Nicht wahr? Für ein Strandhotel macht sich der Strand aber ziemlich rar, oder? Jetzt sei doch nicht so kleinling. Hm? Riech mal. Ah, oh, dieser Duft. Die salzige Brise. Oh. Gut, kommt rein. Luxuriös ist anders, aber wenn es jetzt nicht gerade zusammenbricht. Wobei so richtig vertrauensvoll sieht das auch nicht unbedingt aus. Also gut, dann checken wir euch mal ein. Tifa kriegt das Zimmer 101 und Aris die Nummer 102. Ihr Jungs macht es euch zusammen in Zimmer 103 gemütlich, okay? Und der Preis? Für dich gibt's natürlich Rabatt, Tifa. Also... Oh, Entschuldigung, der Bürgermeister braucht mich anscheinend. Ihr seid heute die einzigen Gäste, also macht's euch einfach bequem. Ah! Wenn ihr zum Strand wollt, zieht euch bitte um. Und die Waffen lasst ihr besser auch im Zimmer. Oh Mann, da wird's mal richtig heiß am Strand und ich kann nicht hin! Erstmal duschen? Ja, gute Idee. Dann bis später. Und wann ist das genau? Na, wird sich schon ergeben. Später eben. Nicht? Ja. Ich geb mich geschlagen. Ich denke, ich werde mich dann mal ein bisschen umsehen. Ach so, aber zuerst natürlich umziehen. Oha, ich ahne. Ich wusste es. Schiff Ahoi, Cloud! Okay, ich bin dann mal weg. Na, dann gehen wir auch mal. Hier sind Duschen. Interessant, dass die Zimmer tatsächlich eigene Duschen haben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Allerdings glaube ich bei den Duschen schon fast, dass man hinterher... dreckiger ist als vorher. Schön luftig und schattig. Gar nicht mal so übel hier. Dann gehen wir mal gucken, ob wir uns auch umziehen können. Jetzt kommt dann der Bereich für die... Ich weiß nicht, welches Wort ich benutzen soll. Legen wir das Schwert ab. Du musst leider hier bleiben, okay? Sind Betten vorhanden? Dafür nicht so viele Wände. Eine Dusche sehe ich jetzt nicht. Und offensichtlich auch keine Möglichkeit, dass wir uns umziehen können. Gut, wir haben auch keine Ersatzklamotten dabei. Ich weiß gar nicht, wie die anderen sich umziehen wollen. Barrett hatte jetzt zwar das Matrosenoutfit. Ist das kaputt? Nicht wirklich, oder? Ja, erwartbar. Übrigens, nicht sehr dicht die Wände. Das soll mein Bett sein? Das
kracht ihr schon beim Angucken zusammen. Okay, die bleiben verschlossen. Na ja, dann mal auf. Ah, Pflänzchen mitnehmen. Perlen, Ingwer und Salbei. Die waren vorhin noch nicht da. Hey, du da! Ich hätte da was viel Besseres für dich als diese olle Bruchbude hier. Hast du gesehen, wie es da drinnen aussieht? Diese Baracke ist doch nicht mal 100 Gil wert, aber der Besitzer hat sich dafür sogar in Schulden gestürzt. Dass sich heutzutage immer noch Leute so übers Ohr hauen lassen. Ich trau dem auch nicht. Verdächtiger Mann, passt schon. Hast du gesehen, wie es da drinnen aussieht? Diese Baracke ist doch nicht, dass sich heutzutage immer noch Leute so übers Ohr hauen lassen. Der will nur dafür sorgen, dass das geschäftlich zum Laufen kommt. Aber gut, wenn man das als Zugang nimmt, ist es auch kein Wunder. Da fragt man sich nur, warum steht dann der Typ tatsächlich noch da? Wir haben gerade richtig gute Sachen hereinbekommen. Aloha! Bist du allein unterwegs, Süßer? Was für eine Verschwendung! Dabei sind Strände doch wie gemacht für Dates. Zum Glück sind wir aber da und können dir weiterhelfen. In Costa del Sol findet nämlich gerade ein super spannendes Kennenlern-Event statt. Romantik, die du niemals vergessen wirst. Oha. Finde dein Herzblatt, und zwar bei Costa del Amor. Na, klingt das nicht riesig aufregend? Nicht interessiert. Hab was mit dem da zu besprechen. Bis dann. Sag bloß, das ist ein Freund von dir. Dann sag ihm mal, er soll hier verschwinden. Diese Typen in Schwarz sind nämlich voll gruselig. Die vergraulen hier seit kurzem die ganzen Leute am Strand. Und an die Kleiderordnung halten sie sich auch kein Stück. Schick die mal nach Unterjunon oder so. Passen sie besser hin. Ah, wo wir beim Thema sind. In dem Aufzug kommst du auch nicht an den Strand. Sind schließlich in Costa. Da fährst du besser mit etwas Gemütlichkeit. Hab genau das Richtige. Ticket Nummer 7, Freihaus. Hier. Mit diesem Ticket kannst du am Karneval der Karten und der phänomenalen Piratenparty teilnehmen. Das ist der Plan. An den jeweiligen Veranstaltungsorten wartet schon jemand mit derselben Nummer auf dich. Und wenn ihr die Spiele zusammen gewinnt, erhaltet ihr dafür Freundschaftskarten. Und die lassen sich gegen Strandbekleidung tauschen. So kommst du an den Strand und dann ein paar unvergessliche Stunden. Nicht? Dann genieß deine Zeit in Costa del Sol. Perfekt. Piratenparty weiß ich schon nicht. Hallo. Aber den Kartenkarneval, der ist das, was ich haben will. Da gibt's Karten, neue Karten. Die Schwarzkunden haben sich am Strand versammelt, doch nur mit angemessener Strandbekleidung ist der Zutritt in den Badeabschnitt gestattet. Wie sind die denn da hingekommen? Nimm an den zahlreichen Minispielen des Costa del Amor Events teil, um Freundschaftskarten zu halten. Diese können in den Wechselstuben gegen passende Bekleidung für den Strand getauscht werden. Du hast gesagt, du hast neue Materie. Ja, dann erzähl mal. Hey, willkommen. Was darf es heute sein? Ruf, 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 ruf. Du hast gestärkte Attacke, den habe ich noch nicht. Courage und Ena. Perfekt. So, der Rest ist ziemlich egal. Die könnte ich natürlich noch eine holen. Ich habe eine nur im Besitz. Aber passt eigentlich schon. Da grabe ich genug. Rotes Wallum, Courage und Ena. Ja, gut. Bis zum nächsten Mal. Warte mal. Das ist zum Eintauschen. Das ist noch uninteressant. Ich will zum Kartenkarneval. Er ist. Das ist irgendwas anderes. Aber es ist ein Eventbereich. Dann gucken wir uns das Minispiel dort doch mal an. Run Wild. Oh nein, nein, Schokoborell. Tut mir sehr leid, aber mit deinem Ticket kannst du hier leider nicht teilnehmen. Okay, das heißt, ich muss erst zum Kartenkarneval. Und. Ja. Zum Piraten. Dann machen wir das doch. In Costa del Sol gibt es nur eine Regel. Was? Mann,
Keine Aufträge, okay. Fotostudio? Nein. Bei uns kann man sich zum Blitzkaktor-Fotowettbewerb anmelden. Ich spiele so lange. Willkommen beim Karneval der Karten. Herzlich willkommen. Erstmal kurz gucken, ob er schon wieder was Neues hat. Nein. Vielen Dank für Ihren Besuch. Na, so ein Zufall. Bist du etwa auch auf der Suche nach einem Partner? Ja, schon. Dann such nicht weiter. Bei diesem Event gibt es spezielle Teamregeln. Diese sehen vor, dass man zusammen als Paar gewinnen muss. Also kann ich leider nicht alleine teilnehmen. Müßig zu erwähnen, dass ich nicht plane, hier zu verlieren. Aber mit dir als meinem Partner ist der Sieg eine reine Formalität. Bringen wir es schnell hinter uns. Wer möchte noch mitspielen? Wir suchen weiterhin Paare. Wir stehen ja nur einfach so hier. So, beim Karneval der Karten hast du während des Costa del Amor Events die einmalige Gelegenheit, Blut der Königin zusammen mit einem anderen Cartorero im Team zu spielen. Hierbei gelten besondere Regeln. Die Benutzung des eigenen Kartendecks ist nicht möglich. Dir werden Karten zugeteilt, mit denen du dein Können unter Beweis stellen sollst. Gewinne 3 Herausforderungen, um als Sieger hervorzugehen. Okay, ja, machen wir mal. Bling, bling, bling. Runde 1, wird für kurze Zeit. Mit 3 Karten kannst du dich nur zu Beginn von Costa del Amor stellen. Das Blatt des Gegners liegt offen auf dem Tisch. Die Platzierung deiner Karten in der richtigen Reihenfolge entscheidet über Sieg oder Niederlage. Die Partnerin hat die Herausforderung bereits abgeschlossen. Erst wenn du sie meisterst, geht es weiter zur nächsten Runde. Okay. Welche wirst du nehmen? Das hängt jetzt davon ab, was ich hatte. Keine besonderen Fähigkeiten. Ja, das ist ja dann... Ah, okay, ich verstehe. Um richtig abzusetzen... muss ich jetzt gucken, dass ich die richtigen Felder reinkriege. Ich muss oben und unten 3er setzen, das heißt die beiden. Das bedeutet, den setze ich zuerst. Und zwar dahin. Heje, doch nicht die! Oh. Jetzt kann ich aber die anderen gar nicht setzen. Das war doof. Okay. Ja, verliere. Ich habe euch schon verstanden. Moment, kann ich das wiederholen? Neu starten, yo. Guck mal. Na los, jetzt greif schon an. Aber was soll ich denn tun? Ich kann ja nur die eine setzen. Ich kann ja von denen keine setzen. Das heißt, ich muss... Das hier macht keinen Sinn. Ah, ich muss so setzen. Alles klar, ich verstehe. Dass ich da meine Doppelfelder raufkriege. Aha, interessant. Gut. Aber, nee, Moment. Aha. Damit gehe ich nicht da und kann Schau dann... an. Nicht übel. Kann dann in die Mitte das setzen. Alles klar, ich verstehe. Sehr gut. Ich gewinne 2 rein. Dadurch gewinne ich. Gut. Boah, mal ein bisschen mitdenken, worum es geht. Und dann kann man das auch hinkriegen. Wünsche Karte ohne besondere Fähigkeiten. Ja, die ist jetzt auch nicht so geil. Runde 2. Mit 3 Karten und einer Karte auf dem Tisch kannst du dich zu Beginn nur von Costa del Amor stellen. Das Blatt des Gegners liegt wieder offen. Gesamtpunktzahl muss ausreichen. Es genügt, wenn du in einer einzigen Reihe gewinnst.
Lege deine Schokobos alle in eine Reihe, um den größtmöglichen Wert zu erhalten. Okay. Gut, dann muss ich aber auch in der richtigen Reihe gewinnen. Jetzt muss ich gucken. Okay. Anzahl der anderen verstärkten verbindenden Karten steigt die Stärke um 1. Das heißt, ich komme auf maximal 3, denke ich. Der kriegt Positionen rein und der kriegt nur einen Punktebonus von 3. Das heißt, theoretisch würde es reichen, wenn ich mir die 9. Und es ist aber vollkommen egal, was ich tue. Ich kann das nur hier unten spielen. Aber wenn ich das so rumspiele, dann kriege ich nicht in das Schokochip. Doch, warte mal. Theoretisch müsste es. Geht so. Na, siehst du, geht doch. Theoretisch müsste es so passen. Das war nicht schlecht gespielt. Dann komme ich auf 17 und erst auf 16. Durch den Dreierpunkt geworden. Ja, okay. Schokoschick. Ja, das ist schon wieder ein bisschen besser. So, mit einem speziellen Deck, nur beginnen, das Blatt des Gegners liegt wieder offen. Trumpfkarte Mokritrio hat die Fähigkeit deiner Hand, die Nummer 2 und 3 hinzuzufügen. Nutze die speziellen Fähigkeiten jeder Karte, um den Sieg zu erringen. Gibt auch das Mokritrio und eine Freundschaftskarte. So, dann schauen wir mal. Bleiben, Cloud. So, das Mokritrio gibt mir 2 und 3 auf meine Hand. Macht erstmal Sinn, wenn ich mir die. Tja, mal sehen, ob das reicht. Hole. So. Erhöht sich die Stärke von Verbündetenkarte um 2. Dafür müsste ich allerdings mich nach hinten setzen können. Dafür brauche ich hier. Sehr gut. Weiter so. Die Karte nutzt effektiv gar nichts. Ach, die macht ihn da oben kaputt. Dass du nicht den kaputt machst. Na, siehst du, geht doch. Ist da oben sogar noch schwächer. Mache ich die alle stärker. Und gewinne so. Sehr gut. Weiter so. 11-6. Ja, Mogretrio ist spannend. Sehr gut. Ich gratuliere. Das war eine famose Vorstellung. Beehren Sie uns gerne wieder. Danke fürs Spiel. Hat echt Spaß gemacht. Können wir ja vielleicht noch einmal versuchen. Sollte das gerade ein Angebot sein? Muss dich aber leider enttäuschen. Mir fehlt hier die Herausforderung. Verstehe ich. Ich werde mich anderswo nach stärkeren Gegnern umsehen. Es gibt nicht viele Spieler, die meine Erwartungen übertreffen. Aber du hast es geschafft. Vielleicht sieht man sich irgendwo irgendwann ja mal wieder. Bis dann. Hat Ihre Partnerin Sie etwa versetzt? Das ist schade. Aber zum Glück haben wir auch Partien für Einzelkämpfer für Sie im Angebot. Ja, die möchte ich mir tatsächlich auch angucken. Willkommen beim Karneval der... Dann machen wir hier den Karneval der Karten, ja? Mit 4 Karten. Blatt liegt wieder offen. Platzierung der Karten Nadelkuss und Kaktus entscheidet über Sieg und Niederlage. Bonus spezieller Felder, okay. Das ist ja jetzt ganz spannend.
Okay, Kaktor kenne ich. Nadelkuss erhöht sich die Stärke von Verbündetenkarten und mit Wattle. Kann ich noch nicht setzen. So, das heißt. Macht keinen Sinn. Das würde Sinn ergeben, wenn ich den das Feld holen kriege. Kriege ich aber nicht. Ich muss ja nachher irgendwie nach unten. Das hilft ja auch nichts. Müsste eigentlich passen. Okay. Also Nadelkuss ist auch eine ganz praktische Karte tatsächlich, weil er das Feld, das er verstärkt, gleich direkt mit einnimmt. Das ist gut. So. Dann seeteuflische Pläne gibt den Seeteufel. Gedankenschinder liegt in der Mitte und schwächt anliegende Karten bis zur Auslöschung. Opfere deine Mandragora, um die Fertigkeit einer Trumpfkarte zu nutzen. Okay. So, eine Trumpfkarte ist die Seeteufel. Beim Ausspielen von Verbündetenkarten aus der Hand erhöht sich die Stärke dieser Karte um 1. Das heißt, theoretisch setze ich die Mandragora. Ich bin neue. Und die müsste zerstört werden. Ah, da wird sie zerstört. Mist. Das falsche Feld gelegt. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon Mist gebaut, das sehe ich schon. Weil ich die nämlich jetzt vorbei. Ah, warte mal, ich hätte die schon vorher setzen müssen und. Okay, muss ich die vorher setzen, damit das funktioniert? Okay. Aber ich kann ich nicht so ohne weiteres, weil ich dafür erstmal ein Dreierfeld brauche. Das heißt, ich kann hier nicht hinsetzen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Guck mal jetzt erstmal, ne, wenn ich die verbrenne, bringt das nichts. So, jetzt setze ich mal die hier. Die verbrennt. Warum verbrennt die? Das wird. Moment. Nein, Moment. Irgendwas ist da ganz komisch. Lass mich doch nochmal genau schauen. Ich kriege die ja nicht gesetzt. Wobei, doch, warte mal. Ich kriege die gesetzt, wenn ich das so mache. Dann die Mandragora hier hin. Dann setze ich den Seeteufel. Jetzt verbrenne ich eine Mandragora und er wird stärker. Dann verbrenne ich noch eine Mandragora und er wird wieder stärker. Aber es reicht da hinten und vorne nicht. Weil selbst wenn ich die Reihe jetzt dadurch gewinne, ich kriege die Karte ja nicht mal. So, jetzt habe ich keine mehr und verliere trotzdem. Das ist ja. Weil ich ja schon zwei vorher gesetzt habe und ich kriege die oben nicht kaputt. So
gibt es jetzt noch nicht. Das heißt, ich muss über die 8 kommen und muss die 5 blockieren. Ich kann die beide noch nicht setzen. Warum hatte ich hier gerade plötzlich die Möglichkeit, eine Dreierkarte zu setzen? Verbrenner. Das bringt mir auch nichts. Ich brauche mal kurz ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ich bin gleich zurück. Warum war vorhin das eine Feld auf 3, obwohl ich das nur um 1 steigere? Das kann doch eigentlich nur darin liegen, dass wenn ich da schon mal einen Punkt draufgesetzt habe, der dann auch da bleibt. Und so ist das. Dann kann ich nämlich jetzt als erstes die beiden Seeteufel setzen. Und die dann einfach stärken, indem ich die ganzen Mandragoren reinsetze. Der Rest ist Makulatur, weil jetzt booste ich einfach nur die beiden Seeteufel hoch und gewinne dadurch beide rein. Und dann über 8. Ja gut. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das tatsächlich so funktioniert, dass ich die Steigerung in den Reihen tatsächlich halte. Okay. Und aussetzen. Also so ganz habe ich die Regeln des Spiels noch nicht drin, aber es wird besser, es wird besser. Also zerstörte Karten gehen mir weiter in die Feldmarkierung. Und Seeteufel ist praktisch, den brauche ich für ein gutes Deck. Trumpfkarte Tomberry, die ist mal stärker, wenn eine deiner Karten aus dem Spiel genommen wird. Setze sie so früh wie möglich, zerstöre im Anschluss die eigenen Karten mit Planierraupe oder Gedankenschinder, um am Schluss den König in dominantes Machtwort sprechen zu lassen. Okay. Also im Prinzip das gleiche Thema nochmal. Ich muss nur den Tomberry-König aufs Feld kriegen. Okay. Es ist dann auch egal, ob ich es oben oder unten hinlege. Jetzt muss ich nur kurz zu der Gedankenschinder. Zerstört, also reduziert Verbündete auf den markierten Feldern. Genauso wie um 3 auf den markierten Feldern. Das heißt, ich kann den oben zerstören, ich kann den unten zerstören. Und mit dem Gedankenschinder dann vielleicht auch noch was anderes. Das heißt, ich kann den Bomberry hier hinsetzen. Dann zerstöre ich den oben. Warum? Was ist passiert? Wie ist so ist Tomberry gestorben? Nochmal zurück. Will nicht aufgeben, ich will neu starten. Warum ist jetzt Tomberry gestorben? Gucken wir uns die Karten nochmal kurz an. Die auf dem Feld liegen. Wenn die Karte reduziert sich die Stärke von Verbündeten und gegnerischen Karten auf diesem Feld betroffenen Feldern um 3. Alles klar. Dann machen wir das so. Das hätte ich vielleicht auch mal wissen müssen. Dann so. Dann den Tomberry König dahin, wo es safe ist. Diesen hier. Diesen hier. Und gewinne jetzt aber trotzdem nicht, weil ich mit dem Gedankenschinder ein Problem habe. Ah, warte mal, doch, kann ich das? Ne, krieg ich nur minus 1 drauf.
Und gewinnen dann die Reihe trotzdem nicht. Da kann ich ihn nicht hinsetzen, da kann ich ihn nicht hinsetzen. Okay, das war jetzt noch nicht so ganz richtig. Nein, ich will nicht wieder auf. Ich will tatsächlich neu starten. Okay. Die Idee war grundsätzlich nicht verkehrt. Aber ich muss mit dem Gedankenständer arbeiten. Den tatsächlich als erstes setzen. Dann setze ich diesen. Nee, es funktioniert nicht. Ich muss, um Tombury setzen zu können, brauche ich diese. Das ist also auch wieder falsch. Also das, was ich da gemacht habe, war schon mal korrekt. Weil ich sonst Tombury nicht gesetzt kriege. Das Problem ist, wenn ich jetzt schon zerstöre, um das Feld wieder frei zu kriegen, hilft mir das auch nicht. Ich kann natürlich Tombury nach da vorne setzen. Und dann stirbt er. Den da hinsetze, ist das schön und gut, aber es nutzt mir auch nichts. Nein, das funktioniert auch nicht. Ah, Moment. Wie mache ich das? Ich habe also keine Wahl. Ich muss die Karten so setzen, dass ich Tombury platzieren kann. Dann kann ich Tombury jetzt hier platzieren, ohne dass der Schaden kriegt. Dann kriege ich den Gedankenschinder dahin und kriege dann automatisch, wenn ich die jetzt setze hier, die zerstöre ich quasi alles. Weil das Minus auf den Feldern aktiv bleibt und aktiv ist und dadurch zerstöre ich jetzt quasi alles außer den Gedankenschinder und Tombe. Und gewinne dann ganz knapp. Okay. Das ist ja Wahnsinn. Aber damit sollte ich mir ein Deck bauen können, das vernünftig läuft. So, Archendrache kann gegnerische Karten schwächen. Sinkt die Stärke einer Karte auf 0, wird sie ausgelöscht. Dabei erlischt der Effekt. Überlappen sich ein Fertigkeitenfeld und ein stellungserweitertes Feld, kannst du das Feld der ausgelöschten Karte deiner Stelle hinzufügen. Der Tipp kommt jetzt. So. Wenn die ausgerichtet wird, die Stärke von gegnerischen Karten um 3. Und bei dem passiert gar nichts. So, das heißt, ich muss die schwächen und dann habe ich ja erst einmal nur die Option, hier zu zerstören. Oder ich nichts setzen kann, kann ich entweder hier, dann kriege ich aber nichts hoch. Wenn ich das hier mache, dann schwäche ich zwar meinen eigenen Drachen, aber ich kann Quetzalcoatl wenigstens ausspielen. Und dann ist der da auch höher, okay. Ich schwäche ihn doch nicht. Also der Schwächungseffekt verschwindet dann. Ich habe jetzt gewonnen, ich weiß nicht wie. Ich meine, das war jetzt keine Herausforderung. Es war ja, gab ja keine Möglichkeit, irgendwie anders zu spielen. Okay. Dann schauen wir uns. Ah, mal, okay. So, easy. Okay. Herzlich willkommen. Hast du was Neues? Nein. So, jetzt habe ich auch ein paar neue Karten bekommen. Das ist gut. Willkommen. Kann ich mir die Karten eigentlich mehrmals holen? Also, könnte ich das? Nein, sie sind abgehakt. Das geht also nicht. Okay.
Wo stehen wir denn jetzt zeitlich? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier Schluss und gehen mal zu dem anderen Spiel. Hier oben ist die Wechselstube, das ist erstmal egal. Wir gehen dann zu dem Spiel noch. Gucken uns das mal an und schauen uns dann mal an, ob wir die anderen Spiele hier vielleicht auch noch irgendwie kriegen. Ich bedanke mich dann jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit. Ich werde zwischen den Folgen mal gucken, ob ich mein Deck irgendwie umbauen kann. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Steffel.